Die haben mir jetzt ein paar Produkte zugeschickt. Es sind so viele kleine, schöne Momente passiert. Zugleich war es aber auch mental super anstrengend. Es fehlt ein Paket. Ein Geschenk für meine Mama. Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und zu dem letzten, beziehungsweise zu dem vierten Vlogmas-Video. Eigentlich war der Plan, deswegen bin ich auch komplett ready gemacht, aber ich glaube, ihr hört es und es tut mir auch leid, falls ihr es hört. Denn es regnet gerade bei uns und durch die Dachschrägen ist es einfach doppelt und dreifach so laut. Aber der Plan war eigentlich, mit Jan in die Stadt zu gehen, ein bisschen den freien Tag zu genießen, rumbummeln, Kaffee trinken. Aber das Wetter spielt halt einfach überhaupt nicht mit, das wir haben es jetzt gelassen. Und deswegen dachte ich mir jetzt, weil normalerweise würde ich jetzt heute Abend Kevin allein zu Hause schauen. Das ist so ein bisschen meine Tradition geworden. Und am ersten Weihnachtstag morgens, dann Kevin allein in New York. Aber ich habe halt Zeit, deswegen dachte ich, werde ich mir es einfach jetzt reinziehen, mache es mir so ein bisschen gemütlich auf der Couch und dann schaue ich mir Kevin allein zu Hause an. Ich freue mich sehr drauf. Weil Kevin allein zu Hause und Verrückte Weihnachten sind die Filme und Santa Claus, okay, doch ein paar mehr. Aber die geben mir halt alle so wirklich absolut die Weihnachtsfeelings. Und Kevin allein zu Hause halt schaue ich mir immer vor Weihnachten an, also einen Tag vor Weihnachten und das gibt mir dann immer so den Rest. Und die anderen Filme schaue ich mir dann immer noch entweder die Tage verteilt an oder sogar meistens vorher. Ich habe jetzt gerade ein Paket bekommen und dachte, wir öffnen das jetzt einfach mal zusammen. Ich weiß auf jeden Fall schon, von wem das ist. Das ist nämlich von Azun, von der Skincare Brand, die ich seit ein paar Monaten, mit denen ich zusammenarbeite, die ich total liebe und selber auch total gerne benutze. Und die haben mir jetzt ein paar Produkte zugeschickt, die, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie ausgesprochen wird, aber Sarah, keine Ahnung, die Sängerin, die arbeitet mit denen zusammen und sie hat halt ihre Favorite-Produkte von denen und die hat die Brand mir jetzt zugeschickt. Und ich sehe gerade, ich weiß nicht, ob ich das ins Bad geben soll, weil das ist hier echt ultra laut, aber ich sehe hier gerade beim Auspacken, dass hier meine beiden Lieblingsprodukte drin sind. Sie scheint die wohl auch extrem zu feiern. Und zwar einmal hier dieses, oh, das ist das kaputt gegangen, das Face-Öl. Ich liebe das so, so sehr. Und der Feuchtigkeitsbooster, das ist einfach so krass. Und das ist tatsächlich bei mir jetzt leer gegangen. Das passt es ganz gut. Das ist nämlich das hier. Ich liebe das so sehr. Und noch ein paar andere Produkte, auf die ich sehr gespannt bin. Und ich habe eine richtig süße Karte bekommen. Da freue ich mich sehr drauf. Ich bin richtig gespannt. Das Krasse ist, ich habe hier noch an meinem Schminktisch super viele Produkte, die ich noch einpacken muss. Und tatsächlich habe ich das Face-Öl nochmal. Also ich habe ganz schön viel Nachschub, muss ich sagen, was ich super finde, weil ich liebe diese Produkte halt extrem. Die sind jetzt in meiner Routine schon seit ein paar Monaten fest eingebaut. Ich packe die jetzt gerade mal hier ins Badezimmer, weil das hier dieses Feuchtigkeitsbooster, der ist auf jeden Fall schon leer bei mir. Habe ich auch schon weggeschmissen, ja. Werde ich auf jeden Fall gleich alles noch ein bisschen ordentlich in meine Tasche machen. Denn morgen geht es auch zu meiner Mama und oh, mein Schrank ist offen. Und dafür muss ich auch noch meine Tasche packen. So, jetzt ist der Schrank zu. Also ich habe mich nicht vom Fleck bewegt. Ich bin immer noch hier, aber ich habe jetzt gerade mal eine Pause gemacht von dem Film. Dann werde ich mir später noch weiter anschauen, aber ich würde jetzt erstmal meine Sachen packen, damit ich das morgen nicht mehr machen muss. Ich bin ja morgen bei meiner Mama. Ich bleibe auch über Nacht dort. Das heißt, ich brauche für morgen tagsüber eins, weil das andere ist bei meiner Mom schon. Und für den ersten Weihnachtstag. Da brauche ich natürlich schon meine Beauty-Sachen, aber die packe ich erst später ein und ich muss ganz dringend meine Pinsel waschen. Ich glaube, das machen wir jetzt am besten auch. Ich muss sagen, dass ich sehr überrascht bin, dass meine Haut sich so gut anstellt, dafür, dass ich gar nicht schon viele Süßigkeiten esse. Ich habe nämlich bis jetzt nicht einen Pickel gehabt, bis auf hier da, aber das ist kein richtiger Pickel, der ist irgendwie einfach nur, der verschwindet schon wieder. Das ist, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, dass es so ist. Es war jetzt nicht so schlau, das anzusprechen, weil dann passiert es. Okay, ob ich das jetzt drin lasse, weiß ich noch nicht. Okay Leute, eine kleine Planänderung. Ich habe jetzt schon mal meine Tasche rausgekramt. Ich werde jetzt erstmal was essen. Ich habe mir jetzt gerade was zu essen gemacht, weil ich habe einfach vergessen, was zu essen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mega Hunger habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man ein paar andere Gedanken hat und voll tief drin ist und noch so ein paar Dinge erledigt oder so, dann
Ja, vergesse ich ganz schnell, was zu essen. Das mache ich jetzt erstmal. Schaue dabei währenddessen den Film noch weiter. Und danach schauen wir, was ich anziehe. Ich habe schon so eine kleine Überlegung im Kopf. Ich weiß aber auch noch nicht, welche Jacke, aber das zeige ich euch gleich alles. Und mir ist einfach mal aufgefallen, das habe ich schon heute Morgen gemerkt, es fehlt ein Paket. Ein Geschenk von meiner Mama. Ich habe das vor mehreren Tagen bestellt und es ist einfach nicht da. Und hier steht, dass es eigentlich heute ankommen sollte, aber es ist immer noch in der Vorbereitung für den Weitertransport. Es ist so mega ärgerlich. Ich werde es ihr dann einfach morgen sagen. Und dann kriegt sie es halt, sobald es da ist. Ich finde es einfach so schade. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht haben die irgendwie gerade Probleme. Naja, egal. Ich werde das erstmal essen und dann machen wir das mit dem Packen. Okay, ich habe jetzt gerade gegessen und zeige euch jetzt, was ich schon mal rausgekramt habe. Und zwar wollte ich für morgen einmal eine Jeanshose anziehen. Hier ist einfach noch das Schild dran. Und meinen neuen Body, den ich so sehr liebe. Ich muss das Schild noch abmachen. Aber der ist so toll. Ich liebe ihn so sehr. So ein angenehmer Stoff. Und das ist auch unten nicht irgendwie. Das habe ich nämlich auch schon auf Instagram gesagt. Ich hatte oft leider das Problem, dass die Bodies so gezogen haben. Das tat so unnormal wie immer unten. Aber der hier ist wirklich perfekt. Und da überlege ich jetzt, was für eine Jacke ich anziehe. Und zwar, ich habe jetzt gerade mal die Kamera geswitcht und euch das hier aufgehangen, damit ihr das sehen könnt mit den Farben. Ich habe nämlich überlegt, entweder diese Jacke hier anzuziehen, die ich total liebe und die ist auch schön dick. Könnt ihr mir das halt richtig gut vorstellen mit den grauen Boots und einer Jeanshose. Oder sogar hier diese grüne Pufferjacke. Die finde ich echt richtig schön. Hatte ich jetzt in diesem Jahr noch gar nicht an. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so gut entscheiden. Ich finde, die passen beide super. Aber diese hier passt vom Farbschema her nochmal ein bisschen besser. Obwohl das Grüne ist auch mega schön. Ach, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich lasse das einfach so hängen und dann überlege ich das morgen früh nochmal. Leute, ich glaube, ich habe es jetzt. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich nicht ganz wusste, was ich anziehen soll. Aber ich möchte es schon gerne etwas gemütlicher haben. Es ist nämlich ein Weihnachtsfrühstück und trotzdem sollte es ein bisschen ja, passend zu dem Feiertag bzw. zu dem Weihnachtstag was festlicher sein. Und deswegen habe ich mich jetzt hier für diesen Satin-Rock entschieden, der so eine Maxi-Länge hat. Ich liebe diesen Rock sehr. Und dadurch, dass der halt Low-Waist geschnitten ist, dachte ich, passt dazu und dann passt es auch mit dem gemütlichen, was ich gerne haben möchte. Einmal dieser übergroße graue Strickpulli. Der hat hier an der Seite auch so einen Schlitz und deswegen dachte ich mir, dass ich den vorne dann so reinstecke. Dazu würde ich eventuell diese Boots hier anziehen. Ich hoffe, ihr könnt euch das irgendwie vorstellen. Ich denke, das ist es. Das packe ich jetzt auf jeden Fall ein, weil das wird sonst alles noch länger dauern. Das weiß ich jetzt schon. Ich hatte ja auch erst überlegt, einen kurzen Rock anzuziehen mit der Strumpfhose. Die Strumpfhose werde ich auch darunter noch anziehen. Kurze Variante ist jetzt nicht geworden, einfach weil es. Ja, ich mich nicht darin wohlfühlen werde, das weiß ich jetzt schon, weil es halt wieder eng ist. Also ich liebe meine kurzen Miniröcke, aber ich wollte es halt gerne was gemütlicher haben und dafür passt dieses Outfit einfach viel besser. Und jetzt noch einen engen Rock anziehen, der auch noch kurz ist. Na, wir bleiben bei diesem Outfit und ich liebe es sehr. Das packe ich jetzt erstmal ein. Und auch noch meine heißgeliebte Strumpfhose. Die müsste im Schrank, glaube ich, sein. Oder habe ich die doch hier irgendwo? Nein. Ich will jetzt erstmal die Strumpfhose und dann packe ich alles ein. Leute, ich bin schon was länger wach und habe mich jetzt auch komplett ready gemacht. Und heute ist Weihnachten. Ich weiß, für euch ist schon Weihnachten vorbei, wenn ihr dieses Video sieht, aber auch nochmal seht. Aber auch nochmal von mir persönlich frohe Weihnachten und ich hoffe, ihr hattet wundervolle, entspannte, schöne Tage mit euren Liebsten, mit eurer Familie und konntet es komplett genießen. Ich werde auf die Tage, beziehungsweise ab heute mein Handy vor allem sehr viel weglegen. Mir keine Gedanken machen, keine Stories, also relativ wenige Stories machen. Versuche euch hier natürlich etwas mehr mitzunehmen, aber es ist ein bisschen einfacher mit der Kamera zu filmen.
ohne dass man noch was bearbeiten muss, reinstellen muss und so weiter. Deswegen ist es wieder so ein bisschen was anderes, aber das Handy wird auf jeden Fall heute weggelegt, beziehungsweise die nächsten Tage, um auch wirklich alles richtig genießen zu können. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Sachen eingepackt. Ich werde jetzt auch noch eine Hose mitnehmen, falls ich doch keinen Rock anziehen will, weil heute Morgen habe ich gemerkt, dass ich gerade aktuell zum Beispiel keine Lust auf einen Rock hätte. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Aber ich nehme beides einfach mit und dann entscheide ich einfach morgen spontan, was ich anziehen werde. So, ich habe euch jetzt mal abgestellt und dachte mir, weil ich jetzt gerade so ein bisschen Zeit habe, dass ich euch so ein bisschen erzähle, wie das Jahr für mich so war. Ich wollte nämlich eigentlich so ein extra Video davon machen. Aber ich dachte mir, ich mache das jetzt einfach so random hier in diesem Video. Und dann kann ich mich auch so ein bisschen kurz fassen, weil ich könnte mir vorstellen, dass solche Videos auch echt lange dauern. Zumindest habe ich das bei einem zum Beispiel gesehen, dass es über 30 Minuten ging. Und ja, ich dachte einfach, ich mache das jetzt hier in diesem Video mit rein. Also ich muss definitiv sagen, dass dieses Jahr mega aufregend war. Super spannend auch. Und ich konnte so, so viel erleben. Zugleich war es aber auch mental super anstrengend. Ihr müsst wissen, dass ich 21 damit beendet habe, also 2021, damit beendet habe, dass ich in diesem Jahr sehr, sehr krass gewachsen bin auf Instagram. Das ging alles so, so schnell. Und ich hatte so ein bisschen Druck irgendwo, weil ich dann wollte, dass es in dem nächsten Jahr für euch super viel ansteht, dass ich euch super viel zeigen kann, dass alles auch noch spannend weiterhin ist. Und somit bin ich dann halt in das Jahr jetzt gestartet und muss dazu geben, dass ich mein Studium ein bisschen am Anfang des Jahres vernachlässigt habe. Ich bin wirklich sehr stolz darauf, dass ich das gemerkt habe und auch geändert habe in dem Frühjahr, weil das war immer die Sorge von mir selber und natürlich auch von meinen Eltern, dass ich mein Studium vernachlässige und das nicht richtig ernst nehmen, sage ich jetzt mal. Also Instagram und YouTube ist wirklich für mich ein Hobby, was mir so viel Spaß macht und mich neben dem ganzen Uni-Stress super runterbringt. Aber natürlich ist das mit super viel Arbeit und auch Zeit verbunden. Und das merke ich schon ab und zu. Also es ist schon anstrengend und nicht einfach alles unter einen Hut zu bringen. Aber es macht mir halt beide Spaß, also auch meine Uni. Also es Ich hätte nie gedacht, dass das mir so viel Spaß macht und ich das machen möchte. Und ich hatte super viel Angst, dass mir mein Studium nicht gefällt oder so. Oder ich einfach merke, dass es nichts für mich ist. Aber komplett das Gegenteil ist eingetroffen. Es macht mir super viel Spaß und ich merke, das ist was für mich. Natürlich ist es auch viel Arbeit und man muss viel lernen. Aber ich habe eine ganz gute Regelung gefunden, wie ich das Ganze unter einen Hut bekomme. Aber natürlich bin ich 24/7 mit allem beschäftigt. Uni, YouTube. Videos schneiden, Content bringen, Sachen hochladen auf Instagram, natürlich euch in der Story auch aktiv mitnehmen. Geht nicht immer, manchmal ist es halt ein ruhiger Tag, aber man versucht halt schon so ein bisschen natürlich aktiv zu sein. Und das ist halt auch der Punkt, warum viele und auch ich mental nicht alles so gut hinbekommen, weil gerade aktuell Instagram auch gerne einen Schlussstrich zieht oder leider Steine in den Weg legt, ist vor allem auch für Kleinere immer ganz blöd, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich merke es auf jeden Fall. Man fragt sich halt ständig, woran liegt das? Warum funktioniert das nicht? Warum kommt das nicht gut an? Was könnte ich ändern? Obwohl es halt nicht mehr an euch liegt, sondern einfach an Instagram, weil es euch nicht angezeigt wird. Und das ist halt ultra schade. Aber man muss auch wirklich lernen, damit umzugehen, sich nicht zu viel Druck zu machen. Natürlich trotzdem macht man sich viele Gedanken. Ich sitze ja auch abends im Bett und überlege, was könnte ich morgen alles für euch hochladen. Steht irgendwas an? Oder man plant die ganzen Shootings, die ganzen Outfits müssen geplant werden und müssen eingepackt werden, man muss dorthin fahren. Also trotz dem ganzen Spaß dahinter ist es natürlich sehr, sehr viel Arbeit und Zeit, die man in Anspruch nimmt. Aber ich will jetzt hier gar nicht irgendwie meckern oder so. Ich wollte euch einfach nur so ein bisschen zeigen, wie es dahinter aussieht. Dass ihr einfach auch wisst, dass das natürlich nicht nur, wie viele denken, immer, ach, es ist nur in die Kamera reden, Fotos machen, fertig. Es ist wirklich sehr, sehr viel noch dahinter, was einige natürlich nicht sehen. Aber ich glaube, dass viele von euch das mittlerweile wissen, weil viele Content Creator darüber reden, dass natürlich immer
einiges mehr dahinter steckt. Aber trotz alledem ist in diesem Jahr super viel passiert. Ich habe natürlich da mein Studium im Frühjahr weiter richtig krass gut durchgezogen. Mache ich natürlich immer noch. Aber ich war so, dass ich das tatsächlich vernachlässigt habe. Und dann habe ich eine Kreuzfahrt gemacht. Dann war ich in Paris und das war mein absoluter Traum für dieses Jahr. Und ich bin sogar zweimal nach Paris gefahren. Ich bin so dankbar dafür, dass ich das machen konnte. Und dann bin ich mit Jan nach Holland gefahren über unterjähriges. Also es sind so viele kleine, schöne Momente passiert, die ich so wertschätze. Und dafür bin ich so, so dankbar. Auch die ganzen Events, die stattgefunden haben, die ich erleben durfte, wo ich euch mitnehmen konnte. Weil natürlich seid ihr der Grund dafür, dass ich das machen kann. Und deswegen wünsche ich euch auch immer sehr, sehr viel damit zu nehmen. Dafür bin ich so unendlich dankbar. Also mein erstes großes Event war das Event mit Romina, ihr Lounge mit Onigo und ihr Geburtstag zugleich. Also das hat beides zusammen gefeiert. Das war so mein Höhepunkt in diesem Jahr. Das war echt, ich konnte das gar nicht glauben. Deswegen habe ich auch lange nichts davon erzählt. Erst als es wirklich safe war, weil ich es nicht glauben konnte, dass ich die Möglichkeit habe, dorthin zu gehen. Und dann halt die ganzen anderen Events, doch, das ist so Wahnsinn. Die ganzen Leute, die ich kennenlernen durfte, das ist wirklich verrückt. Das hat mich so, so glücklich gemacht. Also im Großen und Ganzen war es ein wirklich sehr, sehr aufregendes, spannendes, aber auch anstrengendes. Ja, ich merke gerade ein bisschen, dass ich emotional werde, wenn ich so ein bisschen dran denke, weil ich habe einfach in diesem Jahr alle meine Träume, die ich mir vorgenommen habe, die aber so ein bisschen unrealistisch waren, die sind einfach alle in Erfüllung gegangen. Größtenteils halt wegen den Menschen um mich herum, weil die mir das Ganze ermöglicht haben. Ja, jetzt werde ich gleich ein bisschen emotional, deswegen werde ich das Ganze jetzt hier beenden. Ich kann gerne so ein Video machen, falls ihr Bock habt. Ansonsten, ja, war es ein sehr anstrengendes, aber auch mega aufregendes, tolles Jahr. Ich hoffe, ihr hattet auch ein wundervolles Jahr. Auch wenn es vielleicht ab und zu mal anstrengend war, denkt an die positiven Dinge. Und jetzt werde ich frühstücken gehen. So Leute, ich bin schon ready, auch schon bei meiner Mom angekommen. Ich muss jetzt mit meiner Handykamera filmen und das ist so merkwürdig, denn meine Kamera ist leer gegangen. Ich bin jetzt bei meiner Mom angekommen. Eigentlich war der Plan, dass ich was später komme und meine Schwester eigentlich auch dabei ist. Sie wäre jetzt auch die nächsten Tage bei meinem Vater noch gewesen, um mit der Familie so ein bisschen zu feiern. Aber sie ist leider krank geworden und meine Mom wollte jetzt eigentlich dahin und noch das Weihnachtsessen bringen, damit sie so ein bisschen das Feeling hat von zu Hause feiern und so. Aber ich fahre jetzt mit, besuche sie, ich freue mich da sehr drauf, weil ich hätte sie halt auch jetzt wieder nach langer Zeit gesehen. Sie wohnt nämlich was weiter weg und man sieht sie halt nicht so oft. Die Familie hätte sich auch sehr gefreut, sie natürlich auch, aber leider geht es ihr nicht so gut und man muss auch ein bisschen aufpassen mit den Großeltern und so, deswegen bleibt sie jetzt zu Hause. Wir werden auch Abstand halten, nur kurz Hallo sagen, Essen bringen und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Die Geschenke sind auch schon hinten, Tasche ist gepackt, ich werde jetzt hochdüsen und freue mich sehr, meine Mama auch zu sehen. Es ist so komisch, mit meiner die Kamera zu filmen, ich sag's euch. Hello, it's Christmas, but I won't wait till next year to try and feel the distance we've had with decorations. And my bag is taking it slow, won't work in time. It's only so long for Christmas lights. I can't be a song you sing sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this Christmas. Let this be the season that you've been waiting for. Let me be your family this Christmas. Give to you myself this year. I promise I'm yours. This year you've left me wondering. Kennst du das Safe You, Save You? Just how you're feeling and I want you to know. My doubts about his realized. Me walking barefoot in the San Diego snow. I wanna make you feel something familiar. I celebrate you. God did his thing with ya. Don't be a stranger, be my date. Without you, this ain't a holiday. So let me be your family this Christmas. Be your family. Let this be the season that you've been waiting for.
willkommen zu dem zweiten Weihnachtstag. Wow, also ich bin immer wieder baff, wie viel das ist an Weihnachten, wie viel ich esse an Weihnachten. Also ich habe jetzt bis jetzt auch noch nichts gefrühstückt, gleich geht es nämlich zu meiner Familie väterlicherseits. Und wir werden Kaffeekuchen machen, dann später geht es noch zu der Familie von meiner Stiefmama. Und naja, ich bin wirklich so am Rollen. Gestern war wieder so viel, wir haben Raclette gemacht, ich habe da gar nichts mehr mit gefilmt. Gestern habe ich, glaube ich, gar nichts gefilmt. Nee, ich glaube, ich habe gar nichts gefilmt. Ich bin so voll. Aber ich freue mich schon, meine Familie zu sehen. Ich freue mich auch gleich Jan zu sehen. Ich habe ihn jetzt die Tage gar nicht gesehen, bis auf heute dann. Da freue ich mich schon sehr drauf. Seine Mama hat nämlich gestern Geburtstag gehabt, da konnte ich leider nicht dabei sein. Normalerweise wäre ich jetzt auch noch da dabei gewesen, aber das ist alles viel zu viel dieses Jahr. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen fertig gemacht. Ich werde mir jetzt gleich auf die Lippen machen, mache ich aber erst, wenn wir losfahren. Bei den Haaren wusste ich nicht, was ich machen soll. Ich hatte erst überlegt, einfach Dutt zu machen, aber ich mache mir einfach Locken. Ich mache mir einen Zopf, weil ich noch eher Wellen, so richtig schöne leichte Wellen habe. Und das gefällt mir bei so einem Zopf immer ganz gut. Deswegen habe ich jetzt einfach einen Zopf gemacht. Wird Jan sowieso toll finden, weil er liebt Zöpfe an mir. Ich bin jetzt nicht so der absolute Fan von Zöpfen. Ich werde aber jetzt erstmal noch ein bisschen Öl in die Spitzen machen, denn ich habe gestern einen Dutt gemacht und beim Schlafen werden die immer so krauselig dann und die haben sich hier unten so ein bisschen verknotet. Deswegen muss ich die jetzt erstmal kämmen, jetzt sind die so ein bisschen zusrig. Das ist das Wort überhaupt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich euch so abstellen kann. Es funktioniert bis jetzt. Ich werde jetzt einfach das von Kaya benutzen, weil ich mal wieder meinen von Urlaubplex nicht finde. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Ich ziehe jetzt kurz noch meine Ringe aus. Ich hasse das nicht so sehr. Und dann mache ich das. Meine Spitzen. Ein Massieren. Oh Leute, das riecht so geil. Generell die Produkte von Kaya. Also die Haarprodukte, die riechen so lecker. Leider ist mein Trockenshampoo leer. Ich werde es mir einfach nachkaufen. So. Jetzt sollte es einigermaßen gut aussehen. Und jetzt habe ich hier so eine Delle. Oh, jetzt geht's. Das ist immer so ein kleiner Nachteil. Weil diese Perspektive ist einfach echt nicht vorteilhaft. Das ist so ein kleiner Nachteil. Wenn man so Zopf macht und man möchte es halt so richtig sleek haben. Ich kriege das nicht immer 1A hin. Ich muss hier definitiv noch Haarspray drauf machen, weil diese Babyhaare gehen mir so oft die Nerven. Ich habe Haarspray gekauft, Leute. Ich habe endlich wieder Haarspray. Jetzt werde ich gleich noch die Lippen machen. Hier ist noch ein bisschen Foundation drauf. Mache ich aber erst gleich weg, wenn ich die Lippen mache. Dann. Ja, das. Ich weiß gar nicht, warum das immer so ist. Ist ja leider kleine Planänderung und eigentlich auch wieder mit derselben Perspektive, nur wo es dunkler ist. Jan ist vorhin bei uns angekommen, aber er hatte schon angedeutet, dass es ihm leider nicht so gut geht. Er hat wieder Magenprobleme und so weiter. Irgendwie muss da noch was rauskommen. Aber deswegen waren wir jetzt erstmal hier. Mein Vater ist jetzt mit seiner Frau schon mal vorgegangen und jetzt schauen wir, wie es ihm geht. Er hat jetzt ganz viel geschlafen, ausgeruht, Wärmekissen, was er mir geschenkt hat, hat ihm auch geholfen. Mal schauen, ob es ihm jetzt besser geht, ob wir jetzt noch zu der Familie von der Frau, von meinem Vater, fahren oder ob wir jetzt hier bleiben. Das werden wir jetzt schauen, aber deswegen werde ich jetzt das Video hier schon beenden, weil ich jetzt nicht weiß, wie der Stand ist und ich werde wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel mitfilmen. Ich hoffe, euch hat der letzte Vlog gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn du noch nicht Teil hiervon bist. Abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine Uploads zu verpassen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, die Dezember-Videos. Jetzt am Sonntag kam kein Video online, weil es Weihnachten war und die meisten halt, glaube ich, eigentlich sowieso nicht online sind. Deswegen dachte ich, lasse ich das direkt und dafür kommt dann nächste Woche 3 Videos online. Ich habe leider vergessen, Tschüss zu sagen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, schöne Weihnachten und bis zum nächsten Video. Tschüss!